Vor genau einem Jahr, am 3. August 2021, verursachte ein Brand auf der Insel Euböa die größte Umweltkatastrophe in der Geschichte Griechenlands. Das Feuer brannte 10 Tage, wobei über 500.000 Hektar Wald und landwirtschaftliche Nutzflächen vernichtet wurden. Nikos Dimitrakis ist einer der Einheimischen, die das Feuer bekämpften. Es gelang ihm zwar, sein Haus zu retten, aber er verlor mehr als die Hälfte seiner Bienen. Wir haben viele Schäden erlitten. Die meisten Bienenstöcke sind verbrannt und viele haben deswegen beschlossen, den Beruf aufzugeben. Dennoch werden wir nicht aufgeben. Die Regierung hat viel versprochen, aber bis jetzt haben wir nichts gesehen. Jenseits des dichten Kiefernwaldes verbrannte das Feuer Dutzende von Tieren, Häusern und Lagerhäusern. Dimitris Dimou ist Viehzüchter und Imker. Er konnte seine Schafe und Ziegen retten, aber sein Stall brannte nieder. Auch das Tierfutter und das Lager, in dem er all seine Geräte aufbewahrte, wurden in Schutt und Asche gelegt. Er schätzt den Schaden auf über 80.000 Euro. Seit Februar sagte die Regierung, sie würde uns in ein spezielles Wiederherstellungsprogramm für geschädigte Fachleute aufnehmen. Wir warten immer noch. Jetzt sagen sie etwas von Oktober. Das ist reine Zeitverschwendung. Tourismus war schon immer eine wichtige Einnahmequelle für die Region. Doch aufgrund der verbrannten Landschaft ist es schwierig, Besucher anzulocken. Für diesen Sommer hat die Regierung den Euböa-Pass eingeführt. Ein Gutschein im Wert von 150 Euro für jeden, der dort im Norden seinen Urlaub verbringen möchte. Das Feuer war schockierend und der Tourismus wurde hart getroffen. Wer möchte denn jetzt schon in den verbrannten Gebieten Urlaub machen? Wir brauchen also zusätzliche Hilfe vom Staat, aber auch die Unterstützung der einfachen Leute. Obwohl erst ein Jahr vergangen ist, hat die Natur begonnen, sich allmählich zu regenerieren. Doch die verbrannten Häuser und zerstörten Gebäude erinnern weiterhin an die große Katastrophe. Die Einheimischen sehen im Fernsehen die großen Waldbrände, die momentan viele europäische Länder heimsuchen. Im vergangenen August erlebten sie denselben Albtraum. Deshalb können sie den Schmerz derjenigen nachempfinden, die die Flammen bekämpfen und die Botschaft vermitteln, dass Feuer und Zerstörung unsere Leben nicht besiegen können. Apostolos Staikos, Euronews, Evia.